Ja, herzlich willkommen in der Schüger Arena, herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen Borussia Dortmund 2. An meiner Seite begrüße ich wie gewohnt unseren Cheftrainer Mitch Kniert. Hi Mitch. Hallo. Und Anstoß am Samstag haben wir am 10. Spieltag um 14 Uhr. Stadionöffnung ist um 12.30 Uhr. Stand heute Mittag am Freitag haben wir 14.300 Eintrittskarten verkauft. Davon gehen rund 200 an unsere Gäste aus Dortmund. Wir erwarten ungefähr 15.000 bei uns im Stadion. Die Tageskasse ist ab 12.30 Uhr geöffnet und das ist auch gleichbedeutend mit der Stadionöffnung. Vielleicht noch eine Info vorab. Wir haben die Baustelle an der Stadtmusstraße nicht mehr. Das hat der ein oder andere Bielefelder mit Sicherheit schon mitbekommen. Aber für alle externen, die anreisen, ist es jetzt ein bisschen einfacher zur Schüker Arena zu kommen, da die Baustelle jetzt nicht mehr den Verkehr behindert. Damit zum Sportlichen, Mitch. Wir haben eine englische Woche hinter uns, beziehungsweise sind noch mittendrin. Wir haben kurze Tage bis zu den kommenden Spielen. Wir haben jetzt auch zwei Spiele hinter uns, die nicht ganz so erfolgreich waren. Ich weiß, dass du und dein Trainerteam die analysiert habt, dass ihr mit der Mannschaft die Spiele analysiert habt. Nehmen uns doch einmal kurz mit in diese Analyse und gib uns doch mal einen Ausblick, wie wir das Spiel morgen gegen Dortmund angehen. Ja, also erstmal hallo zusammen. Haben wir jetzt morgen das letzte Spiel von der englischen Woche. Ich glaube, wir haben jetzt zwei nicht so gute Spiele hinter uns, die wir aufgearbeitet haben, wo wir auch gesehen haben, woran es gelegen hat. Wir haben, glaube ich, viel zu viele Tore bekommen. Und ja, es gilt natürlich daran, das jetzt sofort abzustellen und zu verbessern. Haben dann natürlich auch dran gearbeitet. Wie gesagt, es gab natürlich auch ein paar positive Sachen. Mit der Offensive haben wir, glaube ich, auch gesehen, dass wir jedes Spiel irgendwie für ein Tor immer in Frage kommen. Aber ja, an der Defensive hat es auf jeden Fall gehapert. Und da heißt es nicht nur irgendwie die Viererkette oder der Torwart, sondern die ganze Mannschaft muss da ja, immer wieder defensiv denken und alle müssen sich da unterordnen. Und ich glaube, das war so ja, eigentlich unser größtes Problem. Das haben wir jetzt hoffentlich abgestellt. Wir sind gut darauf vorbereitet, dass jetzt Dortmund kommt. Wie gesagt, auf die Ausstellung von Dortmund kann man nicht genau eingehen. Das ist eine U-Mannschaft, die können da immer viel rotieren. Aber unser Plan steht auf jeden Fall und wir sind gut vorbereitet. Vielen Dank für die Einschätzung. Damit eröffne ich die Fragerunde. Ich bitte ums Handzeichen, Marc Kracht ist gerade näher dran am Mikro, deswegen einmal fürs Fahnenblatt. Fabian Klos hatte nach dem Feldspiel angedeutet, es müsse intern mal besprochen werden mit der Mannschaft, was bei den beiden Spielen falsch gelaufen ist. Hast du das mitbekommen? Wurdest du da eingebunden in dieser Aufarbeitung? Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen ja immer vom Wir. Das heißt, also in der Mannschaft passiert halt nichts, ohne dass wir das irgendwie mitbekommen und ist auch gewollt so. Wie gesagt, wir haben eine offene Kommunikation, ist absolut respektvoll bei uns. Wurde gemacht, wurde abgearbeitet, ist ein Haken dran gesetzt und ja, ich glaube, wir haben uns alle geeinigt und auch ganz klar gesehen, woran es gelegen hat. Also nochmal, ich habe es eben schon angesprochen, die Defensive, wie gesagt, war nicht gut und ich rede da immer nicht nur von den Defensivspielern, sondern von allen. Ich glaube, wir müssen alles reinwerfen, um ein Tor zu verteidigen und dann auch mal ein Spiel ja, ohne Gegentor zu beenden. Mal ruhig. Ging es bei dieser Aussprache rein wirklich um das Abwehrverhalten und die Gegentore oder gab es da noch andere Themen zu besprechen? Ja, gab natürlich mehrere Themen. Also wenn die Spiele halt so laufen, wie sie gelaufen sind, muss man, glaube ich, mehrere Themen abarbeiten. Wie gesagt, das waren auch relativ simple Sachen, ja, die man dann irgendwie unter dem Thema Navität abhaken kann. Die mussten auch klar angesprochen werden, weil sowas darf uns halt nicht nochmal passieren. Wir haben Gegner eingeladen, Tore zu erzielen und das darf ja unserer Meinung nach kein zweites Mal mehr passieren. Benedikt Riemer für die Neuwestfälische. Ja, Mitch, welchen Eindruck hattest du grundsätzlich von der Mannschaft? Musstest du die schon sehr aufbauen nach diesen zwei Niederlagen, die ja durchaus herbe Nackenschläge schon waren? Oder hast du den Eindruck, dass sie trotzdem immer noch selbstbewusst genug ist, um dann auch gegen Dortmund was holen zu können? Absolut sind wir selbstbewusst genug. Klar ist die Situation absolut nicht positiv. Aber ja, die Mannschaft, wenn sie halt auch irgendwie selber Situationen sieht und selber erkennt, was wir besser machen müssen, dann ist es schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wie gesagt, wir haben dann noch mal ein paar Videoszenen dazu gehabt, wo es halt eindeutig ist, was wir falsch gemacht haben, wo wir unsere Position nicht eingehalten haben oder wo wir uns halt nicht an den Plan gehalten haben. Das ist auch das, was Fabi dann meinte in dem Interview, wo er gesagt hat, teilweise an den Plan gehalten. Wie gesagt, das muss besser werden. Und ja, da sind natürlich auch klare Worte gefallen. Aber ich weiß, dass meine Mannschaft funktioniert und ich weiß, dass wir da auch gemeinsam rauskommen. Mal Kracht. Du hattest in Ferl angedeutet, dich selbst hinterfragen zu wollen. Wie hat das ausgesehen?
Ja, eigentlich so, wie es jedes Spiel aussieht. Also wie gesagt, ich gucke mir die Spiele noch zwei, dreimal an, gucke mir dann immer auch die Einwechslung, die erste Elf, die Auswechslung an und da gibt es immer wieder Sachen, die ich nach dem Spiel besser machen würde, aber ich habe es auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, wichtig ist immer, dass zu dem Zeitpunkt, wo man diese Entscheidung trifft, dass man davon voll überzeugt ist. Das war ich und wie gesagt, trotzdem würde ich natürlich immer wieder ein paar andere Sachen machen, vielleicht auch eher hätte ich wechseln müssen, das sind immer so Sachen, die hinterfrage ich mich immer, aber da jetzt in Detail zu gehen, wäre, glaube ich, mühselig und auf jeden Fall würde lang dauern. Aber klar, definitiv. Also wenn ich, glaube ich, keine Fehler machen würde, wäre alles super. Aber dann wäre ich eher ein Roboter und kein Mensch. Dann wechseln wir nochmal zu Benedikt Riemer. Du hattest dem schon angedeutet, das Problem war zuletzt vor allem die Defensive mit neun Gegentoren jetzt in den letzten beiden Partien. Was genau, wo, an welchen Stellschrauben könnt ihr drehen in der Kürze der Zeit, um dann gegen Dortmund 2 wieder deutlich kompakter zu verteidigen als Mannschaft? Ja, auch die Fehler, wenn man die sieht, sind relativ eindeutig. Also viele Standardtore gefallen, wo wir dann unsere Männer einfach verloren haben. Wenn da eine klare Einteilung ist, dann darf man den Mann nicht verlieren. Das sind halt Sachen. Und nochmal, ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Wie gesagt, es wurde klar angesprochen, es muss verbessert werden. Oder das Thema auch halt im Anlaufverhalten, wenn da ein, zwei Leute schlafen und du willst dann ein Angriffspressing spielen, dann funktioniert es nicht. Und das waren halt so mehr oder weniger die ganzen Themen, wo wir auch dann die Tore gefressen haben. Und das muss abgestellt werden. Der benannten Fehler jetzt von dir. Musst du darüber nachdenken, das System vielleicht zu ändern, das Personal hinten zu verändern? Ich glaube eher weniger, dass es am Personal oder am System gelegen hat, sondern ja, dass dann vielleicht irgendwie teilweise der Fokus verloren gegangen ist, dass wir dann nicht konzentriert waren und das ist, glaube ich, eher die Stellschraube, an der wir ja irgendwie anpacken müssen, als jetzt irgendwie Leute zu hinterfragen oder zu sagen, okay, der Kader ist nicht gut zusammengestellt, das System ist falsch. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, weil es sind im Endeffekt sind immer Kleinigkeiten und vor allem, wenn man ja nochmal die Tore sieht, dann sieht man halt auch exakt, woran es gelegen hat. Und ja, wenn man das klar anspricht, dürfen uns die Fehler nicht nochmal passieren und davon bin ich halt überzeugt. Gerrit Gröker ist mit einem Oberschenkelproblem ausgewechselt worden. Ist das was Ihnen für morgen fraglich macht oder kann er spielen und wie sieht es mit dem restlichen Personal aus? Genau, es ist noch ein kleines Fragezeichen dahinter, sieht aber relativ gut aus. Wie gesagt, wir müssen da kurzfristig entscheiden, deswegen warten wir bis morgen ab und ansonsten ist der Kader genauso, wie er letzte Woche auch war. Marc Kracht. Du hast gerade gesagt, Dortmund 2 schwer einzuschätzen bezüglich des Personals, aber trotzdem wirst du ja wahrscheinlich eine Vorstellung haben, wie die so agieren. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, bitte? Ja klar, also wie gesagt, ist eine Mannschaft, wo wir auf jeden Fall in den nächsten paar Jahren einige Spieler in der Bundesliga sehen. Eine sehr junge Truppe, dadurch, dass es eine U-Mannschaft ist. Haben vorne extrem viel Tempo. Spielen immer meistens eher aus dem Mittelfeldpressing. Ja, wir gehen davon aus, dass sie auf jeden Fall viele tiefe Bälle spielen wollen, da sie unsere Räume attackieren wollen hinter der Kette. Das ist halt auch klar. Darauf haben wir uns eingestellt. Und wenn der Plan anders aussehen sollte von Dortmund, haben wir auch da einen Plan B für zurechtgeschnitten. Deswegen sind wir, glaube ich, gut vorbereitet. Wir wechseln nochmal zu Benedikt Riemer. Ja, Fabi Klos hatte nach dem Fairspiel gesagt, dass es durchaus sein kann am Samstag, dass die Stimmung im Gegensatz zu den letzten Heimspielen nicht ganz so wohlwollend ausfallen könnte. Stellt ihr euch darauf ein oder wie geht ihr damit um? Nee, darauf stellen wir uns nicht ein, weil wie gesagt, ich glaube auch, das hat man ein bisschen in eigener Hand, wenn man von vornherein direkt im Spiel ist. Ich glaube, dann kann die Stimmung egal in welche Richtung kippen und wir denken da immer eher positiv. Das heißt, wir werden sofort da sein im Spiel und dann, glaube ich, werden die Zuschauer uns sofort anfeuern, so wie wir es bis jetzt auch immer gemacht haben. In Verl hieß es, wir müssen jetzt am Samstag abliefern, war die Formulierung von Fabian Klos. Ich glaube, du hast das auch selber so ähnlich formuliert. Bedeutet das ein Heimsieg oder bedeutet das nur, ihr müsst eine bessere Leistung zeigen? Ja, also ich glaube, wenn wir eine bessere Leistung zeigen, ist der Heimsieg auch nicht weit weg. Und ich sage ja nochmal, hier zu Hause wollen wir immer 3 Punkte holen. Wir gehen nicht in eine Partie rein und sagen irgendwie, wir wollen hier was verwalten. Was halt schon mal ganz, ganz wichtig sein wird, ist, dass wir hinten stabil sind. Und das ist halt ja ein richtiger Fokus, den wir hatten in der Woche, dass wir hinten auch mal die Null halten. Weil dann heißt es auf jeden Fall schon mal mindestens, dass du einen Punkt mitnimmst. Und dann kommt wieder das zum Vorschein, was ich eben gesagt habe. Wir sind in jedem Spiel für ein Tor gut. Und da bin ich mir auch sicher, dass gegen Dortmund genauso sein wird. Du
du hattest an anderer Stelle schon mal gesagt, dass du dir im Sommer wohl bewusst warst, dass die Aufgabe bei Arminia eine große Herausforderung ist. Hättest du dir trotzdem erhofft, dass schon schneller Fortschritte zu sehen sind? Oder war das so, wie es jetzt läuft, ein bisschen eingepreist bei dir? Also ich hätte es mir auf jeden Fall erhofft. Ich hätte mir auch erhofft, dass wir jedes Spiel gewinnen. Ich hätte mir erhofft, dass wir sofort den Durchschmeiß in die Bundesliga machen. Aber Fußball ist halt kein Wunschkonzert. Und wie gesagt, ich glaube, in so schwierigen Phasen zeigt sich auch mal Charakter von der Mannschaft, vom Trainerteam, vom ganzen Drumherum, vom Verein. Und da muss ich sagen, sprühe ich gerade extremes Vertrauen. Wie gesagt, wenn irgendwie die Trainerfrage kommt, dann kommt sie eher immer von extern, nicht von intern. Das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr positives Zeichen, was ich gerade so spüre und genauso auch von der Mannschaft. Also wenn die Mannschaft sagt, dass sie den Plan nicht gut umsetzen, dann ehrt das die Mannschaft auf jeden Fall und trotzdem sollten wir uns alle jede Woche oder nach jedem Spiel immer wieder hinterfragen, weil nur so wirst du besser und nur so kommen wir voran. Das scheinen mir gute Abschlussworte gewesen zu sein. Damit bedanke ich mich für euer Interesse. Ich habe noch eine Zusatzinfo, und zwar wurde gerade Fisch verkündet, dass wir das DFB-Pokalspiel am Dienstag, 31.10. um 20.45 Uhr hier in der Schüko Arena bestreiten werden gegen den Hamburger SV. Nur das schon mal als Info. Die Ticket-Infos wird es dazu auf der Homepage geben. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Mitch, für deine Worte. Vielen Dank für euer Interesse. Wir sehen uns am morgigen Samstag hier wieder an gleicher Stelle. Bis dahin.